diese Jahreszeit kann man es noch ertragen, aber im Sommer ist es eine Quälerei. Das ist ein Hubkneter, der ist jetzt über 100 Jahre alt. Die ist so stabil gebaut, dass ich hoffe, dass sie mich noch überlebt. Wenn nicht, vielleicht finde ich ja im Museum noch mal so eins. Alles Schätze aus der alten Bäckerei. Ich bin nächstes Jahr 50 Jahre in meinem Beruf. Gibt's doch kaum noch, oder? So. Angie, ja. Du musst mir helfen. Na klar. 10, 20, 30, 40. Zwei Uhr morgens. Bäckermeister Thomas Wucherpfennig beginnt seinen Arbeitstag in seiner Backstube in Algermissen, einer Ortschaft südlich von Hannover. Seine Bäckerei befindet sich in einem ehemaligen Supermarkt. Den hat er vor 25 Jahren selbst umgebaut. Während deutschlandweit Bäckereien ums Überleben kämpfen, kommt Thomas mit den Aufträgen kaum hinterher. Oh, da war eine Menge. Torten sind noch bestellt, müssen heute noch alles machen und ja, Gersterbrot, mehr als wir eigentlich schaffen, müssen wir heute machen. Morgen auch wieder, also ziemlich viel bestellt. Viele Bäckereien klagen über Personalmangel. Bei Thomas arbeiten etwa 25 Leute. Die meisten sind seit mehr als 10 Jahren dabei. Doch auch er muss sich umsehen. Ihre Aufgaben jeden Morgen, tausende Brötchen, hunderte Brote, Torten und Kuchen. Machen wir den Ofen an. Dann muss ich jetzt noch vorheizen. Er hat jetzt 101. Also von gestern noch, das ist noch aufgeheizt, also noch Wärme drin und jetzt auf 200 erstmal hochheizen. Der Wärmeverteiler eines Ofens ist kaputt. Ersatzteil steht da hinten schon. Ich hoffe, dass sie heute kommen und Teile machen. Also wir können heute nur mit einem Ofen backen. Sonst haben wir ja 2 Stickenöfen, aber alles ein bisschen, zieht sich heute alles ein bisschen in der Länge. So, dann ziehe ich mich jetzt erstmal um und dann geht's weiter. Jeden Tag ist Thomas der Erste in der Backstube. Hier backt er noch wie vor 40 Jahren, als er seine Lehre begann, mit traditionellen Techniken und natürlichen Zutaten. Bei Thomas hat der Teig noch Zeit. Brötchen und andere Teigwaren werden bereits am Vortag vorbereitet und über Nacht gekühlt. Das ist jetzt jeden Morgen im Prinzip so, außer freitags nachts ist es so der gleiche Ablauf. Um 5 macht der Laden hier auf. Bis dann müssen dann die Brötchen und die Croissants und so ein Kram, das muss dann alles fertig sein. Schön ist es manchmal morgens früh im Sommer, wenn es draußen alles dunkel ist. Man hat seine Ruhe, Vögel fangen an zu zwitschern. Ist mal ganz schön, aber andere sagen wieder, der spinnt. Ne? So, im Prinzip haben wir jetzt ein bisschen Luft. Jetzt können wir mal einen Kaffee trinken. Lange Pausen liegen Thomas nicht. Der Ofen ruft jetzt, ist er heiß, jetzt können wir die Brötchen einschieben. Für die übliche Menge an Backwaren wird nun doppelt so viel Zeit benötigt. Thomas muss sich ranhalten. Mitten in der Nacht kommen welche und holen, wenn sie noch von einer Feier kommen, holen sie Brötchen. Die nehmen das, was da ist dann. Ne? Wenn man einen gewissen Pegel hat, dann haben sie Hunger. Und dann, aber im Großen und Ganzen so, dann müssen sie das nehmen, was da ist. Ne?
In anderthalb Stunden öffnet der Laden. Dann gehen die ersten Brötchen über die Theke. Mitarbeiterin Gudrun Munzel ist schon da, um die Brötchen für den Verkauf vorzubereiten. Weizen, Dinkel und pfeffrige Tigerbrötchen laufen besonders gut. Aber es ist vor allem Thomas Gersterbrot, das die Kunden anzieht. Eine Spezialität in den Regionen Hannover, Hildesheim, Braunschweig und Bremen. Sein Geheimnis? Ein traditionelles Rezept und eine 100 Jahre alte Maschine. Die Maschine ist ja im Prinzip, die hat nur den Arm, nur der Motor läuft, nur der Arm läuft. Das ganz andere läuft, das ist alles hier frei. Das geht, es hat keine Elektrik, also keine Mechanik, nichts. Das ist einfach nur, und indem der Arm nachher knetet und der Teig fest wird, wird das automatisch mitgedreht, das Ding. Also man kann den Teig nicht überkneten, man kann da nichts, den kann man stundenlang laufen lassen, es passiert nichts. Also der Teig bleibt so, wie er sein soll nachher. Die ist so stabil gebaut, dass ich hoffe, dass sie mich noch überlebt. Wenn nicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich ja im Museum noch mal so eins. Schon eine durchdachte Technik von früher. Trotz seines Namens enthält das Brot keine Gerste. Die Bezeichnung stammt vom speziellen Backverfahren. Die Zutaten? Roggen- und Weizenmehl, Hefe, Salz, Wasser, Paniermehl. Und ein bereits am Vortag angesetzter Sauerteig. Der Teig sagt jetzt im Prinzip, sobald er jetzt läuft, wie der Ablauf ist. Also ich kann jetzt nicht mehr bremsen, kann jetzt nicht sagen, oh, naja, ich fahre jetzt noch mal eine halbe Stunde weg oder was ist. Wir müssen jetzt im Prinzip auf den Teig achten und der muss sagen, der sagt, wann es weitergeht. Ich muss immer Mehl nach und nach nochmal wieder dazugeben. Nach Gefühl. Da gibt es das Grundrezept ist da, aber das andere, den ganzen Teig muss man alles nach Gefühl machen, sonst geht das nicht. Der Teig, man muss fühlen, ob der gut ist, man kann es nicht bestimmen. Man muss drauf machen und sagen, gut, ein bisschen kann er noch laufen, vielleicht nachher nochmal ein bisschen Mehl drauf, aber ansonsten passt das Ding. Morgen. Ja. Ein Frankfurter Kranztorte. Gedeckter Apfelkuchen. Den macht er noch, hat er gesagt. Okay. Das gehört auch mit zu, ne? Ja. Christine Engelke ist schon seit 14 Jahren Teil des Teams. Davor führte sie ihre eigene Bäckerei. Ich habe 1975 angefangen zu lernen. Ich bin nächstes Jahr 50 Jahre in meinem Beruf. Gibt's doch kaum noch, oder? Scheibe Pilz. Es ist nur schade, dass unser Beruf, dass wir keinen Nachwuchs bekommen. Ne? Das ist wirklich richtig schade. Denn wir haben so einen schönen Beruf, sonst würde ich das ja nicht schon so viele lange Jahre machen. Und weil das so vielseitig ist. Und aber was wollen wir machen? Thomas möchte, dass der Bäckerberuf erhalten bleibt. Als Lehrlingswart bei der Bäckerinnung Hildesheim-Ahlfeld setzt er sich für den Nachwuchs ein. In Eileen sieht er Potenzial. Sie hat sich auf eine Lehrstelle bei ihm beworben. Heute ist sie zum Probearbeiten da. So, jetzt kannst du es gleich mal ausprobieren. So. Beiden Händen fest und einmal ganz schnell. So, das war doch schon gut. Habe ich schon eine Arbeit weniger. Und wer ist jetzt schon der Nächste? Hallo. Genau zur richtigen Zeit, denn jetzt werden viele helfende Hände gebraucht. Der Gersterteig ist bereit. So, und jetzt sind wir in eine halbe Stunde gelaufen. Das bringt wahrscheinlich ganz spartanisch aus im Vergleich zu einem Profi, aber. Max befindet sich im letzten Jahr seiner Erzieherausbildung. Nebenbei unterstützt er Thomas in der Backstube. Ich wohne hier in Algermissen, ich kenne Wucherpfennig, ich gehe da gefühlt viermal die Woche selber hin.
Dann habe ich mir eines Tages einen Donut geholt und dann stand eine Anzeige vorne drin, dass Aushilfe gesucht wird. Ich habe dann meine Bewerbung abgegeben und ja, bin nächsten Morgen direkt gekommen und durfte anfangen. Ja. Wenn wir Max hier haben, der uns den Teig rausschmeißt, dann geht das immer, brauche ich mich nicht erst umdrehen. Dann ist das gleich hier so eine schöne Kette hier. Das ist immer das Schöne, dass man nicht einen noch immer was sagen muss, sondern dass jeder für sich es läuft. Man muss nicht immer sagen, hier mach dies, mach das oder hier und da. Und es ist, jeder weiß, was er zu tun hat. Und die nachher noch kommen, die machen dann auch ihre Sachen oder die jetzt hier vorne dann mit ihren Schokolade tauchen und dies und das und jenes. Das sind alles so Sachen. Da braucht man nicht hintersitzen und sagen, hier, das musst du machen. Ein, zwei Mal mal zeigen oder so, wenn sie mal neu sind. Eileen interessierte sich schon als Kind für den Bäckerberuf, entschied sich jedoch zunächst für den sozialen Bereich. Jetzt, mit 30 Jahren, möchte sie einen neuen Weg einschlagen. Also ich finde halt auch, dass das Handwerk so ein bisschen ausstirbt. Also man sieht das ja, wenn man sich umguckt hier in der Region Hildesheim oder auch in Hannover, was halt so Traditionsbäcker noch sind. Genau, und deswegen wollte ich den Weg jetzt gehen, weil es mir halt wichtig ist, das Handwerk zu lernen und nicht irgendwo mit großen Maschinen nur zu backen. Geselle Ralf Thiemann knetet seit mehr als 50 Jahren den Teig von Hand. Zu der Zeit war das so, dann gab es nur hier irgendwie noch ein Jahr länger und hier noch mal hin und dann versuche ich das und mal. Ja. Ja, und also das gemacht, was wir gekriegt haben, das war schon in den 70 oder so. Auf Ralf muss Thomas bald verzichten, denn er geht in den Ruhestand. Thomas braucht Menschen wie ihn, die ein Gefühl fürs Backen und gutes Brot mitbringen, sagt er. Früher sind die Leute in die Schmiede gegangen, Schmiede gibt es heute nicht mehr. Früher sind sie zum Schuster gegangen, Schuster gibt es nicht mehr. Nach einem Bäcker und nach einem Schlachter, ja, welches Dorf hat noch einen Bäcker und welches Dorf hat noch einen Schlachter? Gut, es ist, weil viele Leute den Geschmack gar nicht kennen, was vom Handwerksbäcker ist. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, weil viele haben von den Eltern und von Kindheit an irgendwas anderes, was weiß ich, für Brot oder Weißbrot oder sonst was immer gegessen. Und die kennen ja diesen Geschmack ja gar nicht mehr. Es wurde viel damit kaputt gemacht. Die Bäckerei ist 7 Tage die Woche geöffnet. Unter der Woche bis 19 Uhr. Direkt an der Hauptverkehrsstraße und in Bahnhofsnähe gelegen, zieht sie viele Pendler und Dorfbewohner an. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ich grüße Sie. 7 Dinkel und 3 normale. Ja, gerne. Für viele ist die Bäckerei die erste Anlaufstelle des Tages. Ja, ist eigentlich mein Bäcker hier. Ja, vor Ort. Man muss die Geschäfte vor Ort unterstützen, finde ich. Das ist auch schön so, ne? Danke, Frau Marina, auch alles Gute. Tschüss. Jetzt geht's für die Gerster-Rohlinge durch den Langwirker. Hier wird der Teig in Form gebracht. Ist aber auch schon uralt. Die haben wir auch übernommen. Und alles Schätze aus der alten Bäckerei. Jetzt werden die Laibe im offenen Gasofen abgeflemmt. Gerstern nennt man das. Daher der Name des Brotes. Also diese Jahreszeit kann man es noch ertragen, aber im Sommer ist es eine Quälerei. Kommt nicht nur die Hitze dazu, es muss nachher auch noch schnell gehen, sonst werden die nachher schwarz. So, am besten fängst du jetzt gleich mal an. Jetzt, wo er noch nicht so heiß ist, jetzt geht's noch. Ist nicht so schlimm. Okay. Drauflegen, den nächsten daneben legen und weiterschieben. Nee, andersrum. So rum? So rum, ja. Und brauchen noch nicht so viel Luft lassen. Okay. So.
Jeder Laib wird mit einer Mischung aus Mehl, Wasser und Salz bestrichen, damit sich eine Kruste bildet. Oh, kleinen Moment noch. Aber wenn das nachher richtig, richtig heiß drin geworden ist, dann ist das so schnell, da kommst du gar nicht hinterher. Ich sowieso nicht. Welche Kunden möchten es hell haben, welche möchten es dunkel haben? Es gibt welche, die lassen die Gerste, müssen wir auch noch richtig drin schwarz werden lassen. Außen hat sich nun eine feste Kruste gebildet. Die verhindert, dass die Aromen während des Backens entweichen. Dadurch bleibt das Brot saftig und behält seine Frische. Der Teig im Inneren ist jetzt noch so gut wie roh, nur erwärmt. Das habe ich jetzt nur geschnitten, hier, damit das auch noch mal die Luft rausgeht, damit das nicht an den Seiten wegplatzt. Mhm. Wenn wir jetzt einschieben, dann wird das jetzt auf die Herdplatte gesetzt, dieses Brett. Und dann wird das, das sieht man ja gleich schön, dann wird das wie so Pflastersteine, wird das dann auf die Platte gelegt. So, dann sind wir fertig. Jetzt kommt es in den Ofen. Schieben ein. So müssen sie aussehen. Dicht an dicht werden die Laibe im Backofen platziert, wodurch das Brot seine charakteristische, kantige Blockform erhält. Es kommt jetzt für circa anderthalb Stunden bei 220 Grad in den Ofen. Keine Pause in Sicht. Schließlich müssen noch 5 weitere Brotsorten gebacken werden. Max kümmert sich währenddessen um die Mandelhörnchen. Eine Fertigkeit, die er von Thomas gelernt hat. Es ist bereits nach 8 Uhr. Die Gersterbrote können endlich aus dem Ofen genommen werden. So, wenn man jetzt dieses Brot jetzt so nimmt und es klopft drauf und es ist hohl, dann ist es richtig. Und man muss, wenn es hohl ist, dann kann man sagen, das Brot ist fertig. 6-mal die Woche backt Thomas das Gersterbrot. Immer um die 130 Stück, in Größen von 500 bis 2000 Gramm. Nur selten bleibt eins übrig, sagt er. Kommt auch öfter vor, dass ein Kunde sagt, also er möchte es jetzt geschnitten haben. Und dann muss ich natürlich sagen, also vor 11, halb 12 können wir es nicht schneiden, weil es erst auskühlen muss. Sonst gehen die Scheiben kaputt, wenn man es jetzt schneiden würde. Ne, dann hat man keine vernünftige Scheibe. Und manche Kunden sagen, in Ordnung, alles klar, legen Sie mir eins hin, ich komme heute Nachmittag und hole es dann ab. Das ist kein Thema. Und manche sagen, gut, dann komme ich in einer Stunde, guten Morgen, und dann lege ich es kalt. Das geht auch. Wunderbar, danke. Hallo, guten Morgen. Bitte schön, was kann ich Ihnen? Ja. Naja, wenn es so warm ist und dann so schöne rausschlachte Wurst da drauf. Das schmeckt es so am besten. Oder? Das meiste ist geschafft. Trotz eines defekten Ofens sind die Brötchentüten gefüllt und die Gersterbrote ruhen. Thomas hofft nun darauf, dass Eileen sich für seine Bäckerei entscheidet. Morgen wird er vorerst ohne sie auskommen müssen. Ein arbeitsreicher Tag erwartet ihn. Es geht zum Wochenmarkt nach Hildesheim. Am nächsten Morgen ist die Bäckerei bereits wieder in vollem Betrieb. Heute ist Thomas' Frau Barbara dabei. Sie kümmert sich unter anderem um Torten, Personal und die tägliche Auslieferung an Altenheime. Die kriegen 40, die 34. Und hier ist noch das Brot für heute. Soll ja hinterher nicht ein Senior kein Brötchen abkriegen.
Zuerst geht es jedoch ins 5 Kilometer entfernte Dorf Borsum, wo die Wucherpfennigs eine zweite Filiale betreiben. Gut, dann habe ich erstmal alles. Das ist schon schön, also morgens so zu fahren, das macht mir schon echt Spaß, ne? Wenn alle so noch schläft oder man weiß genau, in welchem Haus brennt schon Licht oder wo ist der Fernseher vielleicht schon an oder noch an, gibt es ja auch. Ja. Der Filiale in Borsum bringen sie jeden Morgen frische Ware. Gebacken wird nur in Algermissen. Brötchen gleich nach vorn? Was ist mit meinen Kaviarstangen? Ich hatte für 6 Uhr eine bestellt. Ja, da sind welche. Ich hatte extra gerufen, wer verwarmt noch. Ja, sind dabei. Supi! Ja, da ist sie. Alles klar. Super. Sonst alles gut? Alles wunderbar. Na, klasse. Die zweite Filiale haben sie schon seit über 20 Jahren. Och, wir haben etliche auf und wieder zugemacht. Also man war ja mal eine Zeit lang, je größer, desto besser. Oder ja, je mehr Filialen, desto mehr Umsatz. Aber davon sind wir dann ganz schnell wieder zurückgegangen. Oder gesagt haben, wir schaffen nur das, was wir schaffen. Und dann ist gut. Kriegst du alles rein und anpacken? Alles gekriegt. Alles da? Heute gibt es Obst und Gemüse vom nahegelegenen Hofladen. Kleine Tomaten liegen hier mit drauf. Alles klar. Und dann kommt auch der Salat. Für die belegten Brötchen. Aus der Region erhält er auch Eier und die Körner für die Brote. Alles dabei. Dann bis nächste Woche, wir telefonieren. Ne? Ja, alles klar. Jo, tschüss. Wenn man sich auch die Sachen anguckt, also frischer wie das, kriegt man es nirgendwo. Also da ist, die guckt ja selber, die kauft selber ein, die geht dann an den Ständen oder was sie alles dazu kauft. Da hat sie selber das Auge drauf. Die würde ja keine irgendwelche nicht so tolle Sachen einpacken. Dass das nicht billiger ist wie woanders, das ist klar. Aber man hat eben jetzt die Ruhe, ruft an, sie bringt es morgens her, man hat die Sachen frisch, was will man mehr? Heute ist Wochenmarkt in Hildesheim. Vor 10 Jahren nutzte Thomas die Gelegenheit und sicherte sich einen Standplatz, als ein anderer Bäcker ausstieg. Der Umsatz dort lohnt sich. Den Verkaufswagen bringt er immer persönlich hin und übergibt ihn dann an seine Mitarbeiterin Christine Engelke. Sie wohnt in der Nähe des Markts. Jeden Mittwoch und Samstag von 6 bis 14 Uhr bietet der Marktplatz am Rathaus eine Auswahl an Blumen, Wurst, Käse und Backwaren. Hallo, guten Morgen, hallo, bitteschön. Guten Morgen. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Ich hätte gerne das Dinkel. Ja, 2 Stück bitte. Jawohl, gerne. So, 1,60 Euro bitte. Vielen herzlichen Dank. Einige kaufen hier schon von Anfang an bei Christine ein. Die Frische, dass es noch handgemacht ist und keine Tiefkühlware oder vom Band ist. Ne? Handgemacht halt. Ne? Und das schmeckt man am Brot und an den Brötchen. Die Tigerbrötchen, Frau Engelke. Oh, danke schön. Ja, das ist es. Das ist der eine oder andere, der auch so ein bisschen wegen mir kommt. Will ich jetzt nicht so angeben, aber ist einfach so. Für Christine ist der Markt etwas ganz Besonderes. Es ist ein anderes Ambiente als in Algermissen. Die Leute nehmen sich hier bewusst Zeit, sagt sie. Die ist eigentlich auf dem Markt nicht wegzudenken. Also das merkt man sogar, wenn die mal Urlaub hat. Dann haben wir nicht so einen Umsatz, wie als wenn sie da ist. Zurück in Algermissen. Die Bäckerei ist gut besucht. Gucke mal, ob ich noch welche habe. Kommt der
Hier kommen noch zwei Kaffees. So, und das ist auch schön. An solchen Tagen hilft auch mal die 9-jährige Tochter der Wucherpfennigs aus. Bitte? Dankeschön. Die Kleine, ich habe sie erst gar nicht wiedererkannt. Kleine Hanna, die lief ja hier schon rum, da war sie gerade ein Jahr. Ja? Ja. Lag noch im Kinderwagen. Ja. Angie, ja. Du musst mir helfen. Na klar. Angie machte hier vor 20 Jahren ihre Ausbildung, ging dann zur Konkurrenz, kehrte aber schnell zurück. Er ist ein cooler Chef. Also ehrlich jetzt, kann er auch ruhig hören. Doch, ist so. Das würde nicht jeder so machen. Gerade wenn man so Kinder hat mit den Arbeitszeiten. Und meine Kinder kommen ja auch total gerne her. Also die vergöttern die beiden da total. Thomas und Barbara teilen bereits seit mehr als 30 Jahren ihr Leben miteinander. Dann wollte ich mit der Vespa die Frauen aufreißen. Ja, genau. Eine Vespa. Dann habe ich mal abgeholt am Wochenende und dann dachte ich, ui, hat er noch ein Motorrad gehabt. Alles so, was man immer so, ne? Sicher Vorratplatz, Jugendliche. Vor 8 Jahren absolvierte Barbara selbst eine Bäckerlehre. Die Bäckerei hat einen hohen Stellenwert im Leben für beide. Daher mussten sie in den letzten Jahren auch oft getrennt Urlaub machen. Und manchmal ging es gar nicht. Man muss sich schon seine Freiräume behalten, ne? Was man so im Verein oder so macht, dass man das nicht vernachlässigt. Ne? Ja. Chef. Wir haben ja auch die festen Feiertage, die haben wir auch zu, dass wir dann auch immer wegfahren, dass wir dann mal ein bisschen mal das machen, wo wir Lust zu haben. Aber wenn wir länger als eine Woche weg wären, das würde uns aber, glaube ich, auch nicht richtig passen. Wir machen jetzt noch so weit fertig, aber müssen jetzt noch einmal säuern. Für morgen alles fertig machen, abwiegen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen die Füße hochlegen. So. Alles wieder auf Anfang. Der Sauerteig für das morgige Gersterbrot muss wieder angesetzt werden. Dieser sorgt für das säuerliche Aroma und lockert den Teig auf. Thomas nutzt Roggenmehl und schwört auf seine Sauerteigkultur. Wir haben jetzt unseren Sauer aufgehoben, das ist der von gestern. Der kommt jetzt rein und ist dann wieder, nehmen wir wieder was ab dann für morgen. Der ist jetzt einen Tag alt. Und so alt ist er eigentlich schon von den Ägyptern. Solange sein Teig ruht, solange darf auch Thomas ruhen. Bis es morgen um 2 Uhr wieder von vorne losgeht. Beim Landbäcker in Algermissen.